Mein Stück heißt Ramanujan Fever Dream und der Titel ist so zu erklären, dass ich in einem Fiebertraum während einer Corona-Erkrankung von Ramanujan geträumt habe. Konkret war ich immer wieder so aufgewacht und der Name Ramanujan hatte ich im Kopf und bin wieder eingeschlafen. Am nächsten Morgen dann hatte ich dieses Stück, das ich jetzt geschrieben habe, so wie vor Augen oder vor Ohren. Und zwar, vielleicht war das eine gute Fügung. Ich wollte ein Stück schreiben, das in drei Räumen spielt. Ich wollte ein Stück schreiben, wo sich die Musikerinnen und Musiker nur so annäherungsweise koordinieren können, wo die Kommunikation so ein bisschen unsicher ist. Und Ramanujan ist in der Mathematik berühmt dafür, für Annäherungsformeln. Er hat unglaublich interessante Lösungen gefunden, an ein Problem ganz nah heranzugehen, ohne es abschließend zu lösen. Es bleibt immer noch in einer Spannung dazu. Und das ist eigentlich in diesem Stück das Thema. Es ist ein Umkreisen von einem festen Punkt. Und das ist in allen Ebenen der Fall. Es passiert in der Elektronik, es passiert beim Videoprojektion, es passiert dann aber auch vom Klang des Ensembles, der von einem Raum in den anderen wandert.